Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, ihre Vertriebsmannschaft aufzustocken, Leute anzuheuern, vor allen Dingen junge Leute in den Vertrieb reinzubekommen. Und da möchte ich gerne mal drüber sprechen, warum das so ist und wie ich die Sache sehe. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dirk Hornschuh. Ich bin Geschäftsführer der Hornschuh Consulting und wir helfen Herstellern von technisch komplexen Produkten beim Verkürzen ihrer Sales Cycles und bei der Erhöhung ihrer Abschlussraten. Nun, Fachkräftemangel haben wwir überall, klar, und das betrifft auch den Vertrieb. Und wir sprechen ja hier über den Vertrieb von technisch komplexen Produkten, zum Beispiel im Maschinenbau oder Automation, Sondermaschinenbau, Anlagenbau und dergleichen mehr. Auch technische Chemie, da wo ich herkomme, trifft da sicherlich auch mit rein. Und naja, die Unternehmen berichten, also die Vertriebsverantwortlichen berichten halt auch darüber, dass sie immer mehr Schwierigkeiten haben, vor allen Dingen junge Leute zu rekrutieren. Es muss ja nicht so sein, dass du nur Maschinenbauingenieure einstellst, um jemanden in den technischen Vertrieb eines Maschinenbauunternehmens zu bringen. Wobei man ganz klar sagen muss, dass es schon wichtig ist, dass du dich auch auskennst mit dem, was du da verkaufst. Das ist völlig klar. Aber auch Leute, die nicht studiert haben, sind durchaus sehr erfolgreich im Vertrieb, ja, weil sie andere Skills mitbringen, weil sie ja vielleicht auch ein anderes Mindset haben. Und ich möchte so ein bisschen werben für diesen Job. Im Vertrieb, im technischen Außendienst auch. Ja, also wenn du jetzt nicht nur im Büro arbeitest, sondern auch sehr, sehr viel Kontakt hast mit Kunden und auch oft mal beim Kunden bist. Hey, ich finde, es gibt nichts Schöneres als diesen Job. Und mir sind vier Dinge eingefallen, die da reinspielen. Die möchte ich gerne mal nennen. Zum einen ist es, du kannst im Vertrieb, wenn du es richtig gut machst und deinen Job wirklich gut machst, kannst du verdammt viel Geld verdienen im Vergleich vielleicht zu deinen Kollegen, die jetzt als Maschinenbauingenieur oder ganz normal eben irgendwo als nicht studiert, das müssen ja nicht nur Ingenieure sein hier oder Master oder Bachelor, die halt ganz normal ihren 9-to-5-Job machen. Ja. Du kannst im Vertrieb wirklich richtig viel Geld verdienen und viele Vertriebler verdienen sogar mehr als ihre Chefs. Das ist einfach so. Sagen wir mal die Provision kriegen, aber das ist bei den meisten ja der Fall. Also das Geld ist sicherlich ein toller Anreiz für junge Leute, die noch viel vorhaben, Familie gründen, bauen und so weiter. Dafür brauchst du Kohle, ja? Und das ist möglich, wenn du im Vertrieb sehr erfolgreich bist, da kannst du auch gutes Geld machen. Das Zweite ist, wenn du jetzt auch oft mal rausfährst zum Kunden, ja, um bestimmte Dinge zu prüfen oder um mit Kunden zu sprechen, wenn das nicht alles nur noch über Teams läuft, das ist ja gut, dass es das gibt, Teams und Zoom und dergleichen, aber wir müssen natürlich auch zum Kunden fahren. Ne, machen wir uns nichts vor, das ist auch wichtig. Ja, der persönliche Kundenbesuch ist eben immer noch sehr, sehr wichtig und sei es nur, um technisch irgendwas zu klären, was du eben auf Teams nicht machen kannst. Das bedeutet, du hast auch verdammt viele Freiheiten. Ja, du bist nicht so eingeschraubt in deinen 9-to-5-Job, wo dir vielleicht immer wieder einer auf die Finger guckt und andauernd kommt einer und fragt dich irgendwas, sondern du hast eine Aufgabe und arbeitest an der Aufgabe. Wie? Ist sogar fast egal. Wenn du dann natürlich sehr erfolgreich bist oder sehr erfolgreich werden willst, machen wir uns nichts vor, dann kommen auch schon mal mehr als 40 Stunden in der Woche zusammen. Aber trotzdem verdienst du auch gutes Geld damit. Deswegen finde ich, ist das immer noch ein guter Ausgleich. Also Freiheiten war mir immer sehr, sehr wichtig. Kleines Beispiel. Mein Gott, wenn du um 2 Uhr einen Zahnarzttermin hast, dann hast du den wahrgenommen und bist danach eben weitergefahren, wenn das noch ging. Ne? Aber du weißt, was ich meine. Es ist einfach möglich. Du musst dir keinen Urlaub nehmen für solche Kleinigkeiten. Das Nächste, was mir einfällt, ist, du arbeitest mit Menschen. Mir macht das echt Spaß. Ich meine jetzt nicht, dass du sowieso in einem Team arbeitest und so, da arbeitest du ja auch mit Menschen, das ist auch gut, ja. Aber du arbeitest immer mit anderen Menschen und du lernst immer mehr Menschen kennen. Du lernst neue Menschen kennen in den Projekten und du musst die auch einschätzen können und du musst ja auch gucken, okay, wie weit ist der jetzt hier für das Projekt wirklich entscheidend wichtig, ja? Und wie gehe ich mit dem Menschen um? Das heißt also, deine Menschenkenntnis wird hier gefragt. Empathie ist enorm wichtig im Vertrieb. Im technischen Vertrieb kommt dazu noch die technische Empathie. Die ist auch wichtig, aber vor allen Dingen die Empathie im Umgang mit Menschen. Finde ich total klasse. Und das Vierte ist, dass du löst Probleme fast jeden Tag. Ich habe früher mal gesagt so, ja, ich habe jeden Tag 3, 4, 5 Mal Galileo, je nachdem, wie viele Kunden ich besucht habe. Ich habe
wirklich in jede Produktion reingucken können und ich wusste über so viele Dinge Bescheid, wo man sonst überhaupt gar keine Ahnung von hat, ja, was weiß ich, wie Flaschen hergestellt werden, Plastikflaschen hergestellt werden, wie Maschinen gebaut werden, Werkzeuge und dergleichen mehr. Mega spannend, es ist nie langweilig. Und kommen wir mal zu dem Thema Problem. Ich finde es total klasse, wenn du als technischer Vertriebler mit deiner Lösung, mit deinem Produkt ein sehr relevantes Kundenproblem lösen kannst. Das macht, also es hat mich immer sehr stolz gemacht. Ja? Und es gibt sicherlich auch Kundenprobleme, die sind richtig teuer. Da geht es vielleicht sogar um Millionen. Und du löst das. Ja, wie toll ist das denn? Es ist so ein richtig tolles Gefühl, jemandem zu helfen, deinen Kunden in dem Fall. Und dafür auch alles zu tun. Ja? Ich finde deshalb, das sind jetzt für mich mal 4 Gründe, ja, warum der Vertriebsjob für mich ein wirklich toller Job ist, und ich es überhaupt nicht verstehen kann, warum es so schwer ist, gute Leute, junge Leute vor allem, in den Vertrieb reinzuholen. Keine Ahnung. Du kannst mir ja mal sagen oder mal schreiben, wie du die Sache siehst, an was klemmt es, dass man keine jungen Leute in den Vertrieb bekommt. Würde mich mal interessieren. Wenn du gerne mit mir darüber mal sprechen möchtest, können wir das auch machen. Dann geh auf hornschuhconsulting.de, buch dir einen Termin und wir telefonieren miteinander. Und bis dahin wünsche ich dir maximalen Vertriebserfolg. Mach's gut, ciao.